Hallihallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Falls ihr euch fragt, was passiert denn hier, kommen hier keine neuen Videos mehr, macht er denn nichts mehr mit Videos und filmt er nichts mehr und macht keine Anleitungen oder bastelt er nicht mehr? Ja, ist nicht ganz so richtig. Ja, ich bastel sogar sehr viel und zwar momentan tatsächlich sehr regelmäßig. Ich nehme jeden Sonntag ab 21 Uhr auf Twitch bis Mitternacht. Gibt es bei mir immer Live-Bastelei, ab und zu dann auch mal Spielerei. Denn wenn so ein Rechner fertig gebaut ist, möchte er ja auch benutzt werden. Und hier geht es in diesem Video um einen PC, der von mir vor langer Zeit selbst gebaut wurde. Er ist bei einem guten Bekannten gelandet, wo er tagtäglich im Einsatz war. Mehr noch, ich habe ihn sogar extra für ihn gebaut, habe ihn auch die ganzen Jahre über betreut. Er wurde immer wieder nachgerüstet, er wurde immer wieder optimiert, damit er seine Aufgaben gut erfüllt. Ursprünglich war mal XP drauf, Vista haben wir übersprungen, da kam dann Windows 7 drauf, dann anschließend kam Windows 10, aber bei Windows 10 ist die Zeit dann doch zu weit fortgeschritten. Bei Windows 10 ist er dann doch ziemlich am Kämpfen, da reicht einfach die Grundkonfiguration nicht mehr aus. Nichtsdestotrotz hat der Rechner jahrelang gute Dienste geleistet. Mein Bekannter ist ein bekennender Raucher und er raucht Pfeife, was den Vorteil hat, es riecht sehr gut. Der Rechner, der steht jetzt schon fast ein Jahr bei mir in der Bastelecke rum und trotzdem hat er nie vor sich hingemüffelt. Aber natürlich haben wir als Nebenprodukt Nikotin und der Nikotin klebt natürlich. Und das ist der Grund, weswegen der Rechner heute dran ist. Der kommt auf den Tisch. Wie gesagt, innerhalb eines Livestream-Projektes wurde er dann jetzt von mir demontiert und gereinigt. Und was wir da drinnen so gefunden haben, wie es aussieht, wie er vorher aussieht, wie er nachher aussieht und was er eventuell später auch noch kann, das wird sich im Laufe des Projekts herausstellen. Und das ist das, was ihr in diesem Video hier zu sehen bekommt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Denkt bitte dran, das sind Ausschnitte aus einer Live-Sendung. Das heißt also, ab und zu sind ein paar Sprünge drin. Ich habe die Sachen rausgenommen, die jetzt für euch nicht so interessant sind, weil ich noch Vorarbeiten gemacht habe und noch das Ganze in der Weihnachtszeit stattgefunden hat. Wundert euch dann also nicht über weihnachtliche Deko, eventuell weihnachtliches Naschwerkzeug und ähnliches. Ja, wie gesagt, das war es so als Vorgespräch und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und viel Spaß beim Zuschauen. So, da haben wir einen Asus Vento. So heißt der Tower, habe ich mir nicht ausgedacht. Und Udo, hast du einen Tipp, was man für Musik auf, für Tonstudio an Rechenpower benötigt? Ich weiß, Videoschnitt braucht viel, ich schneide ja selber Videos. Habe auch gerade wieder ein neues Video gemacht über die Geschichte hier mit den verschiedenen Bootsticks. Ob UEFI Bootstick oder ob ein Bootstick für einen Rechner, der noch ein BIOS hat. Da hast du dann auch schon mal schnell 3-4 Spuren, die du am Abarbeiten bist. Und da brauchst du schon ein bisschen Leistung für. Aber bei Ton habe ich keinen blassen Schimmer, wie viel Leistung da erforderlich ist. So, schauen wir mal rein in die Büchse. Nehmen wir euch mal die Kamera. Zack. Wie gesagt, also die Pfeife, wenn sie frisch ist, riecht sie toll. Später, wenn es dann alt ist, ich gebe ich aber jetzt mehr Licht, hilft nichts. So, da rampf dann. So, und der Heizlüfter ist auch aus. Jetzt sollt ihr mich wieder bestens hören. So, und ihr seht, ich fange dann erstmal an, den Hecklüfter aufzubauen. Mit den Nachbarn ist geklärt, saugen darf ich heute, kein Thema. Ja, alles klar, Tufraxi. Super. Und ihr seht auch, der CPU-Lüfter sieht auch nicht viel besser aus. Da ich ihn selber zusammengebaut habe, weiß ich, der ist mit Klammerprinzip befestigt. Aber auch da nehmen wir das Ding mal auseinander. Wärmeleitpaste kommt nachher neu. Das Ding hier drin einfach mal ein bisschen zusehen, dass da wieder ein bisschen richtige, klare Verhältnisse herrschen. Das werden wir heute machen. Frontlüfter. Jetzt steht da ein bisschen auf dem Kopf. Weiß nicht, ob ich da überhaupt reinkomme. Ja doch, hier müsste ich reinkommen.
Ja, Frontlüfter sieht nicht ganz so dramatisch aus, aber ich vermute, hinter der Blende werde ich noch fündig werden. Ja, dann gucken wir nachher mal nach, bei den zum Laufen bringen. Die Grafikkarte steckt zwar gerade in im Projekt Steinzeit, aber ist nicht so dramatisch. Hier haben wir noch die anderen Grafikkarten, die alten, die können wir im Zweifel zwar noch nehmen, also gar nicht so schlimm. Arbeitsspeicher ist ja noch komplett bestückt. Was dem noch aktuell fehlt, ist eine Festplatte. Entweder nehmen wir noch eine Drehne oder machen nachher nur mal so einen Live-Linux-Stick. Muss mal gucken, was wir nachher noch nehmen. Oder ob wir wirklich noch ein frisches Windows installieren. Kann auch sein. Schauen wir mal. Wie gesagt, bis Mitternacht haben wir Zeit. Legen wir los. So, ja, wie gesagt, Asus Ventu. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo drauf steht. Irgendwo stand es mal drauf. Ich glaube, auf dem Seitenteil steht es drauf. Ich habe übrigens auch noch die Blende dafür, die gar nicht drin war. Kondensatoren sehen super aus. Ja, das sind ja schon. Naja, ne. Der hinten, der könnte langsam anfangen. Aber die anderen, die sehen wirklich noch gut aus. Ja. Und wie gesagt, der Rechner, der hat viele Jahre. Hier sieht man auch richtige Ansammlung noch. Rund um den, was es auch immer für ein Chip sein mag, hier hinter dem PCI Express Slot. Den kurzen. Mal gucken wir mal noch, dass wir das abgepinselt bekommen. Das sollte funktionieren. Und wir haben ja, oh, ist ja super, ich habe noch IDE, cool. Dann könnte ich hier nämlich ein schwarzes Laufwerk einbauen. Ich habe nämlich noch ein schwarzes Laufwerk umzuliegen. Das würde dann besser an die Front passen. Oh, Achtung, der liegt jetzt. Könnte besser an die Front passen als das beigefarbene, was da drin ist. So, mal sehen. Dann habe ich noch ein beigefarbenes über, was vielleicht wieder für Projekt Steinzeit als Reserve verfügbar ist, weil das Ding, da weiß ich hundertprozentig, das Laufwerk funktionierte. Okay, also legen wir erstmal los. Wie immer einmal erstmal erden. Den Schnippel von der Steckdose angefasst. Von außen nie mit dem Finger in die Steckdose. Ihr wisst Bescheid. So, dann gucken wir mal erstmal. Mit meinem Daumen müsste ich heute klarkommen. Ihr habt schon gesehen. Ich bin nicht mehr verpflastert. Es war genau die Ecke hier, die mich erwischt hat. Und das ist das Doofe. Du kommst mit der Ecke immer gegen. Egal wo du gegenfährst. Die Ecke ist immer im Einsatz. Hätte es mich da oben erwischt, wäre es gar nicht so dramatisch gewesen. Haben mich jetzt unten erwischt und deswegen fehlt auch jetzt noch ein Stück vom Nagel. Aber wenn ich da nicht doll gegenstoße, sollte das alles funktionieren. Wir haben hier Pushpins, aber um die Pushpins bedienen zu können, müssen wir erstmal den Lüfter ausklammern. Und unten sehen wir nochmal Pushpins. Aber um an die Pushpins ranzukommen, auf der Rückseite sind sie frei, muss die Klammer erstmal raus, die auf der anderen Seite natürlich auch so ist. Und die werde ich jetzt versuchen vorsichtig rauszuhebeln, damit ich den Lüfter erstmal ein Stück abziehen kann und dann können wir auch den Lüfter versuchen frei zu pinseln. Wie gesagt, Staubsaugen habe ich heute grünes Licht. Nachbarn haben gesagt, stürze nicht hier direkt dran und wohnen. So, okay. Also versuchen wir mal vorsichtig zu hebeln. Das Problem ist natürlich, der ist alt. Und wir wissen, wenn Kunststoff alt wird, wird Kunststoff brüchig. Also drückt mal die Daumen, dass der nicht bricht. Das wäre schlecht. Und die Frage ist, wie kommt man in einem zusammengebauten Tower so weit dran? Ihr seht hier oben über die Tischkamera an der Seite und von oben seht ihr ja, eventuell mehr als ich sogar gerade. Wie kommt man an diese Klammer jetzt ran? Weil hier drin ist ja kein Platz. Kann kaum hebeln. Und dazwischen komme ich nicht. Echt interessante Frage, weil ich möchte natürlich vermeiden, dass diese Klammer wegbricht. Aber mach das mal, wenn du nicht reinkommst. Okay, Problem gelöst. Sie ist noch dran, sie lebt noch. Und wenn eine Klammer erstmal los ist, da es ja nur zwei Klammern sind, können wir den sauber nach hinten abschieben. So und tadara, tada. So sieht es denn dahinter aus. Ich bin der Meinung, was sagt ihr? Hat er noch gekühlt? Ich sage nein. Ich sage, er hat gefräst. Der hat eine ordentliche Spur gefräst, aber eine Kühlung war da, nichts mehr. Ja, wie gesagt, das sind hier, die, ich glaube, es war eine Art Kuste. Ja, die Füße waren es. Die sind wirklich unterschätzt. Die Dinger machen gute Arbeit. Die sind leise dabei. Solange sie genug Luft bekommen, können sie auch kühlen. Ist das eine Schitzmatte? Nein, ich weiß nicht. So, okay, wie gesagt. Pushpins dann gleich lose drehen, die Dinger.
Guck mal kurz ab hier. Übrigens, ich ziehe immer am Stecker, ich ziehe nie am Kabel. Ich weiß, wenn es gut gelötet ist, sollte es auch halten, aber nichtsdestotrotz. Solange ich den Stecker ordentlich anfassen kann, mache ich es dann auch. So, und dann werden wir passende Schraube haben wir ja schon. Gleich die Pushpins einmal drehen. Ihr wisst, eine Vierteldrehung drehen. Dann könnt ihr die Dinger nämlich hochziehen. Ja, Vierteldrehung. Ups. Ja, sorry. Wenn ich heute ein, zwei Mal aufstoßen muss, kann ich nicht verhindern. Und dann einfach die Dinger hochziehen. Klack. 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 Die 3 und die 4. Jetzt liegt da quasi nur noch theoretisch lose drin. Dann drehen wir ein kleines bisschen wegen eventuell angesaugter Wärmeleitpaste. So, und dann ist er raus. Und da haben wir halt die Pushpins, die dann nachher wieder andersrum gedreht werden, damit sie wieder einrasten können. Wenn man sie jetzt nicht runterdrückt, was gehen würde, kannst du mal kurz zeigen. So, dann gehen die hier zwischen und machen in dem Mainboard, dass sie den weißen Teil aufdrücken, aber sie würden sie jetzt wieder rausziehen. Wenn man sie aber erst eine Vierteldrehung wieder zurückdreht und drückt sie dann runter, dann sind sie arretiert und gehen nicht mehr hoch, die bleiben dann fest. Deswegen dann immer darauf achten, wenn man die wieder ansetzt, die Vierteldrehung zu machen. So, aber ihr seht, meine Wärmeleitpaste, die in meiner großen Spritze ist, die kam auch schon damals zum Einsatz. Ah, ja, Dr. Crazy, dich habe ich noch gar nicht gesehen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe dich im Chat nicht übersehen. Ja, also wie gesagt, meine Wärmeleitpaste ist auch nach den vielen Jahren super cremig noch. Die ist noch geschmeidig, die ist noch weich, die ist kein Stück hart. Und ich nehme mal kurz ein Tuch. Und dann probieren wir aber, wie gesagt, ich gehe davon aus, was ich so sehe, dass die noch ganz, ganz, ganz weich ist. Das ist eine Paste, die wirklich nicht hart wird. So, jetzt brummt meine Lampe wieder. Lampe. Das ist der Nachteil an Halogenlampen mit Trafo. Je nachdem, welche Position die du gerade hast, brummt der Trafo. Ja, Todesstern ist heute auch wieder im Einsatz, oder haben wir den drauf? Ne, wann haben wir den drauf? R2D2 haben wir drauf. Der wird gleich dreckig. Haben wir noch einen kleinen. Jo, haben wir noch einen X-Wing drauf, das war's. Hinten könnte die Wolkenstadt sein, ich weiß aber den Namen davon nicht mehr. So, als allererstes nehme ich dann erstmal die Wärmeleitpaste runter, weil wenn ich die an den Finger habe, die verteilt sich dann wirklich überall. Die wird von uns immer spaßeshalber Verfolgerpaste genannt, weil wenn du sie erstmal an den Finger hast, die hast du dann anschließend auch schnell überall. Ja, und wieder absolut weich, cremig, super. Und ihr seht auch, die Verteilung hervorragend funktioniert hatte. Nicht so viel, dass es überall rausquetscht, ein bisschen zur Seite gequetscht hat. Das heißt also, die Kühlung von der Wärmeleitpaste war auf jeden Fall gegeben. Natürlich, wenn der Lüfter dann so dicht ist und die Luft nicht mehr weitergeben kann, dann sieht es natürlich mau aus, was den Kühlungsvorgang selbst angeht. Ja, ich sehe gerade auf dem Kupferboden, die macht eine schöne silberne Schicht. Die werde ich aber gleich nochmal versuchen mit Alkohol runterzubekommen, bevor wir ja noch nachher wieder Neues drauf machen. So, soviel erstmal zur Gefahr, das Zeug über den Finger zu haben. Haben wir damit erstmal ein bisschen eliminiert, die Gefahr. Aber falls ihr jetzt seht, dass bei mir am Handgelenk jetzt hier was blinkt und leuchtet, ja, ja, ich habe das so eine komische Smart-Uhr. Naja, ich bin Uhrenträger, ohne Uhr kann ich nicht. Aber ob das die Zukunft ist, ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, geht mich immer, je nachdem, wie ich gerade das Handgelenk gedreht habe, geht die nämlich mal an. Da gleich die aktuelle Zeit. Du fragst sie, ich habe es, welches Mikro ich nutzen kann. Okay, super. Wenn du es hast, welches Mikro du nutzen kannst, dann ist ja die Frage geklärt.
Dann, das ist eine Philosophie für sich, welche Mikros man da nimmt, welche wofür geeignet sind, welche Dezibelzahl wir haben. Nee, sagt mir leider nichts. Big Time Rush. Ich vermute was Amerikanisches. So, müssen wir mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was für eine CPU hier drunter ist. Ich tippe auf jeden Fall von Core to Duo. Würde es zur damaligen Zeit passen. Ich habe es auch bis jetzt geschafft, meine Finger halbwegs silberfrei zu halten. Da ist ja Silber hier das Ding. Also die Wärmeleitpaste selbst. Und dann schauen wir mal, ob ich euch mit der Kamera zeigen kann, was das für ein Prozessor ist. Da werde ich einmal jetzt noch versuchen, mit dem Q-Tip zwischenzugehen. Wattestäbchen, ja, Wattestäbchen. Aber ich habe ja drinne das Werbelogo ist eingeblendet, alles gut. Hier Double Text, so. Was heißt denn? Laufe ich nicht in Gefahr, dass mir irgendeiner was anhexen kann. So, dann gucken wir mal. Bei den CPUs sollten die Wattestäbchen sein. So, wie gesagt, Stück für Stück wird hier alles abgearbeitet. Ja, gucken wir mal, ob wir noch dazwischen kommen. Wenn ich nehme mal raus, wisst ihr, hier mal einmal kurz runterdrücken. Ja, ob ich es zeigen kann. Möglichst ohne mir die Kamera zu zerkratzen. Kamera. Ja, jetzt müsste man sehen, wie gesagt. Hier müsst ihr ja kurz runterdrücken. Dann zur Seite und hoch. Das ganze Ding hochklappen. Und dann hat man hier auf dem Gegenstück, dass die Klammer frei ist, und dann kann man den Rest von dem Sockel hochklappen und dann kann man die CPU rausnehmen und dann kann ich nämlich einmal den Rand mit dem Q-Tip hier abwischen. Was ich daher sagt, eine Serie aus Amerika. Aha, eine Serie aus Amerika aus deiner Kindheit. Und die haben eine Serie Musik gemacht und das Mikro war wirklich gut. Ja, die alten Mikros waren ja teilweise wirklich sehr gut, aber lassen sich heute mit der heutigen Technik nicht mehr betreiben. Oder nur mit großem Aufwand. Ich habe mir überlegt, ob ich meine Enterprise zu Baas für Raas bringe. Ich habe nämlich eine Enterprise als Telefon, die auch technisch einwandfrei funktioniert. Da leuchten dann die Antriebe, wenn ein Anruf reinkommt. Die Warp-Gondeln. Aber das ist halt noch das alte W-Verfahren. Das ist noch das Impuls-W-Verfahren, wo dann, hat man ja auch gehört, wenn die W-Scheiben gedreht wurden, das immer tak, 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 tak gemacht. Das waren ja immer dann die einzelnen Zahlen, die durchgewählt haben. Und auf diesem Prinzip basiert das Ding noch. Und da ist natürlich dann, hier seht ihr, kann ich schön aus dem Rand, hier seht ihr noch die Reste davon. Auch das ist nicht hart geworden. Also wie gesagt, meine Wärmeleitpaste hat auch auf die lange Zeit sehr gute Arbeit geleistet. Und dann können wir auch gleich nochmal sehen, was für ein CPU-Modell das ist, wenn ich den Rest abgewischt bekomme mit ein bisschen Alkohol. Dann können wir versuchen zu lesen, was da steht. Ja, und wie gesagt, das kostet theoretisch mit Adaptern heutzutage noch zum Laufen. Und ja, ich habe mir gedacht, ob ich das Ding vielleicht mal bei Baras Ferraris anbiete. Weil für so einen Trekkie-Fan kann das durchaus was sein. Mit einer Originalunterschrift von William Shatner, also Captain Kirk. Ich weiß nicht, wie viel es davon damals gab. Ich vermute mal, so große Serien, die sie gebaut haben. Aber die Frage ist, wie viele haben heutzutage davon noch überlebt und ist an sowas tatsächlich Interesse vorhanden? Wenn nicht, steht bei mir rum, ist nicht mehr im Einsatz. Kein Brot, steht im Wohnzimmer. Zum Angucken, auch schön. Also muss ich nicht weghaben, aber hat man ja gedacht, vielleicht kann man sowas mal anbieten. Ich vielleicht irgendwann mal im Fernsehen. Landet man ja auch wieder bei YouTube. Dann sieht man mein Gesicht. Oh ja. So, und dann jetzt schön Alkohol abwischen hier. Immer aufpassen, dass man unten nicht auf die Kontakte fest, aber im Zweifelsfall jetzt, wo ich Alkohol hier habe, könnte man die ja dann auch wieder sauber machen. Wäre nicht so dramatisch. Ihr hört ein bisschen kick, 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 macht das schon. Also sollte die CPU gleich blitzblank sauber sein. Und dann schauen wir mal, was da überhaupt verbaut war. Wie gesagt, die hat viel mitgemacht. Windows XP hat sie komplett mitgemacht.
als der Windows XP drohte aufzuhören, haben wir auf Windows 7 umgeschwenkt mit dieser CPU und dem Arbeitsspeicher, der hier drin steckt. Schöner, im Übrigen passender zum Mainboard. Schönen roten Arbeitsspeicher. Ich glaube, war damals Giske, die ich da verbaut hatte. Jo, sind Giske auf dem Kopf. Achtung, jetzt wird es ein bisschen schwindelig. Jetzt seht ihr es auf dem Kopf. Die war da drin. Es könnte noch DDR2 sein. Ich weiß nicht, ob es noch DDR2 ist oder schon DDR3 war. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie gesagt, das ist verdammt lange her, als ich das Ding gebaut habe. Und nachdem man dann Windows 7 drauf hatte, sind wir dann irgendwann auf Windows 10 übergeschwenkt. Und das hat ja alles hier noch mitgemacht. Das war alles mit diesem Rechner. Wenn auch bei Windows 10 dann schon ziemlich zäh, aber bis dato konnte der Rechner immer die täglichen Aufgaben, die bei dem Besitzer durchzuführen waren, erfolgreich meistern. Das heißt also, das ist ein Rechner, der wirklich gelebt hat und sein Geld verdient hat. Alles, was wir hier reingepumpt haben. Ich habe dann irgendwann mal noch nachgerüstet mit einer SSD. Da hatte ich, glaube ich, mehr Arbeitsspeicher eingebaut. Da haben wir mal dafür gesorgt, dass das System aktuell bleibt. So weit wie möglich, damit man ihn benutzen kann. So, und wenn der Alkohol jetzt verdunstet ist, dann versuchen wir mal unser Glück. Jetzt müsst ihr vermutlich mir sagen, was da drauf steht. Ja, mache ich gleich, Fritzbox. Jetzt müssen wir bitte erstmal kurz gucken, ob wir rauskriegen, was da drauf steht, weil ich versuche euch mal eine Kamera so zu halten, dass man sie lesen kann. Ich habe nur das kleine Vorschaufensterchen, ich gucke dann gleich für mich, was da drauf steht. Falls ihr im Printscreen oder sowas machen möchtet, sagt Bescheid, habt ihr jetzt die Chance. Ich halte lange genug still, hoffentlich, und hoffe, dass man was erkennen kann. Wenn ein Stück gedreht soll, sagt mir Bescheid. Ich gucke dann mal jetzt selber nach, ob ich rauskriege, was da drauf steht. Also, Intel Core 2 Duo ist hier drin. Aha, das Brot- und Buttermodell, was über drin war, war der 6600er, war das. Ich hoffe, dass ihr es lesen könnt. Wenn nicht, ich kann auch das Bild groß machen, kein Problem. Und dann gucken wir mal bei dem Mainboard, was wir da haben. Natürlich wollen Fritzbox das Modell auch gerne mal zeigen. So, da haben wir hier MSI und irgendwo zwischen den Slots, da haben wir ein P965 Neo, scheint es zu sein. Da müsstest du zwischen den Slots das lesen können. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt müsstest es zu sehen sein. Fritzbox, einmal bitte Rückmeldung, ob man es lesen kann. Ja, gerne. Also kann man lesen, super. So, CPU kann wieder in angestammten Platz. Sie ist ja wieder sauber. Auf die Rückseite habe ich nicht gefasst. Geerdet habe ich mich vorher auch. Ach ja. Und dann haben wir hier noch zum Zeigen nochmal. Man hat ja mal so diese Diskussion mit der goldenen Ecke, die bei diesen CPUs ja total überflüssig ist. Weil wenn man sieht, da hat er eine Kerbe da oben. Man hat eine Kerbe da unten und auf dem Sockel sind die dementsprechenden Gegenstücke. Man kann diese CPU nur so einlegen, dass sie in die Kerben passt. Also sagen wir mal, ohne größtes Gewalt anzuwenden. Übrigens sehe ich gerade, wir haben doch vorhin gesagt, die Kondensatoren sehen gut aus. Ich nehme es zurück. Guck mal den kleinen blauen da rechts. Der sieht nicht mehr gut aus. Der ist definitiv noch umgewölbt. Sein kleiner Bruder daneben oder der gleiche ist noch in Ordnung. Geht das? Also der rechte. Der ist eindeutig vorgewölbt. Der müsste definitiv ersetzt werden. Das könnte ein instabiles Board schon werden. So, dann gucken wir mal noch, wo die Kerben sind. Da sind die Kerben. Alles gut. So, muss ich mal andersrum anfassen. So, nicht in den Sockel fassen. Einlegen und wie gesagt, da das ja nun ganz sauber hier in den Kerben drin liegt, nochmal. Kerbe Nummer 1, Gegenstück auf der anderen Seite. Da hat sich denn die goldene Ecke automatisch erledigt, weil wenn die beiden Kerben sauber drinnen liegen, dann ist die goldene Ecke vollkommen egal. Die ergibt sich dadurch automatisch. Und Decke wieder runter, Hebel rüber, Stück gezogen, drunter geschoben unter der Lasche und CPU sitzt wieder sauber drin. Nur mit dem Unterschied, jetzt ist es sauber. So, nehmen wir uns mal den Kühlkörper vornehmen. Dazu nehme ich euch mal kurz vom Tisch. Jetzt seht ihr momentan nichts. Kann ich nicht verhindern. Muss jetzt aufpassen, dass ich es so hinstelle, dass nicht alles dreckig wird. Dann nehmen wir nämlich den Tower vom Tisch und dann kommt der Staubsauger rein. Hat jemand von euch Kopfhörer auf oder seid ihr mit Lautsprechern unterwegs?
wenn jemand Kopfhörer auf hat, sagt Bescheid. Dann regel ich runter, wenn ich den Staubsauger anschmeiße. Wenn ihr einen Lautsprecher habt, dann ist nämlich ja nicht so groß die Gefahr, dass an euren Ohren etwas passiert. Gut, der Staubsauger ist auch nur mittlere Stufe, dass es hier auch noch um die Uhrzeit vertretbar ist. Ordentliche Schicht hier. Ja, wieder. Das Loch war ja da schon, Moment. Ja. So, damit können wir ja leben. So, sind wir bei circa 3,5. Wie immer Sonntagabend Anruf. Und wieder die Familie, und ich gehe davon aus, dass die bessere Hälfte wieder rangeht. Weil die Familie weiß, dass ich um die Uhrzeit am Stream bin. Alles klar. So, wir sehen. Da waren noch ein paar tiefer liegende drin. Da ist noch ein Krümel. Mal gucken, ob ich den noch rausgepinselt bekomme. So sieht aber schon mal super aus. Dann kommt gleich noch der Lüfter dran. Und was ich bei diesem Kühler richtig toll fand, ihr seht, hier sind Bleche drin. Kann man von der Seite schön sehen, die den Luftstrom nach unten lenken. Das heißt, da werden auch noch teilweise denn die Bauteile unten im Sockel mitgekühlt. Und der war damals echt nicht teuer. Ich glaube, unter 20 Euro lag der. War ein guter Kühler, ich habe den sehr gerne verwendet, der auch relativ leise gearbeitet hat. Natürlich war der zum Schluss hier sehr laut, ihr habt ja gesehen, der konnte nicht mehr kühlen. Wenn dann die Meldung kommt, oh, ich bin warm, gib mir Strom, gib mir Luftstrom, und da kommt nichts an, weil der so dicht ist, dann ist natürlich, dass der immer weiter den Hahn aufreißt. Das sollte jetzt natürlich wieder vorbei sein. Dann gucken wir mal, ja, haben wir mal den großen Krümel noch gefunden. Also sagt man ja, auspusten, Lunge reicht. Ja, kommt drauf an, in welchem Zustand eure Lunge ist. Meine schafft das nicht mehr so unbedingt. So, hier haben wir noch eine Kante. Hier muss ich mal kurz den Staubsauger anschmeißen. Ihr seht es bestimmt. Hier von der Seite nochmal. Von vorne haben wir ja schon alles weg, wo die Hauptluft reinkommt. So, ich drehe nochmal runter. Achtung, Staubsauger kommt nochmal in Einsatz. So, Tofraxi, was? Wer kann Mikro erkennen? Wo? Was? Wer? Wo? Welche Mikros möchtest du sehen? Oder wo hast du ein Bild? Hast du in Discord was gepostet? Deine Frage ist drin, habe ich gerade gesehen. Hast du da eventuell bei den Bildern was reingepackt? Gott sei Dank läuft hier alles einwandfrei. Heute? Heute macht's mit. Bilder-Ecke? Nö, hast du nichts drin. Guck mal, bei Discord hast du nichts drin.
Oder wolltest du wissen, welche Mikros hier sind? Hab ein Video rausgesucht, kann ich dir sofort schicken. Gucke ich mir hinterher an. Jetzt wollen wir ja heute ein bisschen sauber machen, aber nichtsdestotrotz. Ist immer interessant, mal gucken. Von deinen, wie hast du gesagt, heißen die? Big Time Rush. Damit hängt es ja zusammen, ne? So, okay. Mach bitte in Discord rein. Du kannst ja Weblinks. Ne, Weblinks kannst du nicht. Guck mal bitte, du müsstest bei der Textdecke auch Links reinpacken können. Guck mal, ob du den Link bei Discord mit reinpacken kannst. Da war auch das Bild von Blaunacken ist, der heute im Übrigen nicht da ist. Er hat zwar vorhin kurz bei Discord geschrieben, aber hier habe ich ihn heute noch nicht gesehen. Oder habt ihr ihn gesehen und ich habe ihn nur nicht mitbekommen. Und ich sehe gerade im Laufe der Zeit, verfärbt sich das ganz schön. Man sieht da die Bodenplatte. War mal eindeutig kupferfarben, ne? Das sollte mal genauso ausgesehen haben wie der Rest von den Heatpipes. Heißt also, im Laufe der Zeit hat sich dann doch meine Wärmeleitpaste zum Teil mit dem Kühlerboden vereinigt. Was zur Folge hat, dass die dann ein bisschen die Farbe verändern. Ja. Da sieht man, ist nämlich mehr Silber in dem Bereich als auf den Heatpipes. Aber nichtsdestotrotz mit ein bisschen Alkohol, ein bisschen Muskelschmalz auf dem Lappen hier sollte das auch relativ gut sich angleichen lassen wieder. Ein bisschen wiki wiki wiki, und ich mit Kraft hier rubbeln. Ja, das wird. Und selbst wenn, die Verfärbung würde ja nichts tun, trotzdem kann er diese Temperatur da super übertragen sein nach wie vor. So, alles klar. So, den kann man durchgehen lassen als sauber. Funktioniert eindeutig wieder. Der sollte zur Kühlung wieder gut geeignet sein. Achso, Blaulacken, gut, alles klar. Ich dachte, wir sind jetzt vorbei. Du fragst sie Link, deswegen, alles klar. Ja, schade, dass er heute nicht dabei ist. Aber egal. Ich kann es ja nicht ändern, ich kann nur rechtzeitig mal meine Zeiten angeben. Du siehst, heute hat es einwandfrei funktioniert. Mit dem vorher schon ändern. Ich weiß gar nicht, was bei euch gekommen. In dem Moment, wo... Ah, er sucht eine Grafikkarte. Habt ihr die Meldung bekommen in dem Moment, wo ich live gegangen bin oder vorhin schon eine Stunde vorher, ungefähr so gegen 8, als ich den Streaming-Titel geändert habe? Wann kommt bei euch die Info? Würde mich mal interessieren, ob das immer dann zeitgleich funktioniert oder das auch schon zu dem Zeitpunkt der Fall ist, wo ich die Änderung auslöse. So, der ist dann wieder da lang. Also eine Vierteldrehung nach rechts. Alle einmal eine Vierteldrehung nach rechts. Rechts und nach rechts, dann sollten die nachher wieder aufsetzbar sein. Dann kommt nachher wieder Wärmeleitpaste drauf. So, das heißt also, der Kühler selbst ist sauber. Jetzt geht's an den Lüfter. Wir sehen ja, der Lüfter hat noch etwas Reinigungsbedarf. Mal gucken, wie ich den abhinseln kann. Auch da wird dann gleich wieder der Staubsauger in Einsatz kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Denn hier an den Kanten ist auch überall eine ordentliche Schicht drin, wie man hier bestimmt erkennen kann. Hat sich da einiges angesammelt. Gut, dann ist klar. Gut, also wieder Pinsel und Staubsauger und ich mache wieder leiser, damit eure Ohren geschont werden. Gut, dann solltet ihr auch nicht so laut brüllen.
zieht mein Stecker her. Saugt der da glatt meinen Stecker ein? So alt und dann noch ordentlich Power. So, ihr seht, mein Staubsauger hat ordentlich Saugkraft. Der hat mir zwischendrin das zweite Mal den Pinsel hier hochgezogen. Aber dafür hat er gleich alles, was ich losgepinselt habe, auch gleich eingesaugt. Und der war jetzt nur auf halber Stufe. Wie gesagt, das ist ein uralt Sauger. Aber der hat noch wenigstens ordentliche Leistung gehabt. So, okay, wir sehen, also auch der ist wieder gut einsetzbar. Der hat jetzt wieder das Prädikat sauber und verwendbar. Und damit sollte man in Zukunft arbeiten können. Der sollte wieder ordentlich kühlen. Ja, dann können wir das Ding auch wieder zusammenbauen und wieder ins Mainboard einsetzen. Das heißt, jetzt müssten wir theoretisch das Mainboard selbst dann einmal sauber machen. Die Frage ist, lasse ich es im Rechner drin und versuche mich durchzuackern? Oder baue ich das Mainboard aus? Oh, von der Seite sieht das schlimmer aus als von der anderen. Ups. Da ist dann doch einiges zurück zu pinseln. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich möglichst keine Probleme mit statischer Aufladung bekomme. Ich würde sagen, dann ist doch erstmal Mainboard-Ausbau dran. Das wird mich zeitlich natürlich zurückschmeißen, aber egal. Hab bis Mitternacht nichts anderes vor. Ich hätte Fernsehen gucken können, aber ihr wisst, ich streame lieber und bastel ein bisschen. Lenkt auch ein bisschen ab von Alltag ab. Gerade jetzt an der aktuellen Zeit und ich muss feststellen, mir wird warm. Jacke aus. Sieht aus wie ein Pullover, ist aber eine Fließjacke. Aber vermutlich werde ich sie nicht lange aushaben, weil jetzt aktuell habe ich hier drin 17,2 Grad. Ist jetzt nicht so mega warm. Aber in der Jacke ist dann doch ordentlich warm. So. Nee, der hat ja Power. Ja, die üblichen 2 Jahre, 2006 bis 2008. Danke dir für die Info. Ich nehme ja mal einen ausgedienten Lautsprechermagneten, auf den ich meine Schraubenzieher packe, solange sie nicht im Einsatz sind. Mal erstmal noch gucken, was haben wir hier. Stromversorgung ist ja momentan keine da, das letzte. Ist hier im Projekt Steinzeit drin. Das heißt also, wir werden nachher ein paar Teile umbauen müssen. Ja, der Hecklüfter, der muss auf jeden Fall auch noch ran. Ja, der Hecklüfter braucht auch noch dringend den Staubsauger. Er bettelt schon für mich dann. Ne? Gib mir den Staubsauger. Ja, das Mainboard mal rausschmeißen. Wie gesagt, viel ist er hier nicht mehr. SATA-Kabel können dran bleiben. Hier haben wir noch die Frontanschlüsse. Frontanschlüsse, ich habe kein Mainboard-Handbuch. Und auch kein Fotoapparat.
brauche eure Augen. Ihr müsst mir nachher dann helfen beim wieder anstecken. Ich gucke mal, ob ich es euch so positionieren kann, dass ihr sehen könnt. Wir müssen erstmal den ganzen Datakabel aus dem Weg. So. Ist das so erkennbar, dass man das später wieder verwenden kann? Warte, ich probiere es noch besser zu positionieren. Andere Richtung, ich muss um die Ecke denken, weil es verkehrt rum ist. Ich glaube, da könnt ihr auch nicht helfen, ne? Das waren ja die farblichen Kodierungen, die wir dann bekommen. Weil wenn ich das Mainboard hier ausbaue, muss das alles ab und anschließend wieder ran. Und wenn nicht, naja, wenn nicht, muss ich das Mainboard-Handbuch dann runterladen. Mal gucken, sollte es ja noch geben. Machen wir das halt so. Dass wir dann das Handbuch runterladen. Zum Anschließen der Frontpanelanschlüsse dann wieder. So, jetzt solltet ihr da ein bisschen was sehen. Müsste funktionieren. Und drehen wir ein Stück um die Ecke. So weit runter geht da nicht. Vorsichtig anfassen, alle zusammen ziehen. Bock, alle ab. So, kann jetzt das Mainboard raus. Erstmal Hecklüfter aus, damit wir euch dran vorbeiheben können. Und dann habe ich festgestellt, hier fehlt die Heckblende. Das IO-Sheet ist nicht drin gewesen. Ja, fehlt noch das IO-Shield. Weil wir hatten damals das Mainboard gekauft und dann haben wir das quasi zwischendrin. Wenn ich nicht in meiner Bastelecke bin, habe ich halt das Problem, mir fehlt Material und Werkzeug und alles. Und dann hat man es halt versucht, mit Hausmitteln hinzukriegen. Weil du dann den Schraubenzieher von Oma nehmen musst, den Opa irgendwann zu Kriegszeiten in die Holztragekiste gepackt hat. Kommt schon mal vor, dass man ein paar Sachen nicht so machen kann, wie man es gerne möchte. Deswegen baue ich immer ganz gerne bei mir in meiner Bastelecke. Hier habe ich alles, was ich brauche. Und dann kann ich natürlich auch das IO-Shield dann einsetzen, weil dann alles da ist, was man braucht. So, und der letzte, dann kann der nicht auch so gemacht werden, aber hat halt auch den Vorteil, er ist nicht im Weg. Dann können wir das Mainboard rausnehmen und das Mainboard in Ruhe sauber machen. Das Schöne ist, wenn der Schraube runterfällt, kein Problem. Hier haben wir den magnetischen Teil des Schraubenziehers. So, okay, können wir raus. Ja, und man, da sieht man auch mal schön, hat sich ordentlich was angesammelt. Ja, richtig schön. Pelz noch ringsum. Der muss natürlich auch noch weg. So, und jetzt kann das Mainboard raus. Sonst ist hier nämlich nichts mehr dran. Laufwerk ist ab. Doch, Sound ist noch dran. Und Sound ist auch ab. Und dann alle Schrauben raus. Und dann kann man das Mainboard nämlich ordentlich auf den Tisch packen und in Ruhe auspinseln. Ich hoffe, ich finde dann auf die Schnelle nachher zwei O-Sheet. Ich habe es nämlich, bevor ich hier aufgeräumt habe, habe ich es griffbereit gehabt. Lag beim Rechner. Jetzt habe ich schön aufgeräumt. Frag mich bitte nicht, wo ich das O-Sheet hingepackt habe. Ich hoffe, es liegt noch in der Ecke, wo der Rechner stand. Jetzt ist mein Chat eingefroren oder schreibt ihr nichts mehr? Ist doof, wenn ihr jetzt ja schreibt, sehe ich das ja nicht. Aber wenn es nicht eingefroren ist, dann sehe ich es ja doch. Jetzt sollte das Mainboard rausgehen. Test, super. Chat funktioniert noch, alles klar. Weil da nichts mehr passierte, hätte ja sein können, dass er eingefroren ist. So, mal kurz am Kühlkörper anfassen. Oh, das Mainboard ist voller Pracht. Und dann können wir nämlich mal schön den Rechner jetzt erstmal aussaugen. Fritzbox, Interesse an der Rückseite?
Sind noch ein paar Aufkleber drauf. Was hier mit gerade Blaunacken hat geschrieben. Auf Discord. Blaunacken hat einen YouTube-Link geschickt, alles klar. So, falls Interesse besteht, die Chance für einen Pinscreen. P965 Neo F sehe ich nämlich gerade hinten auf dem Aufkleber. Das F habe ich vorhin auf dem Mainboard selbst nicht gesehen. Warte. Kennst du das, wenn du in den Fernseher guckst, was du gerade vor der Kamera hast und dann falsch rumdenkst? So, jetzt müsste es funktionieren für den Pinscreen. Sollte es jetzt super geeignet sein. Ach, jetzt bin ich schon weg. Ja, gerne. Ich versuche mitzudenken. Okay, gut. Mainboard. Machen wir noch ein altes. Staubsauger ist zu kräftig, die Ersatztüte sollte er nicht mit einsaugen. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Ein Jumper oder ist nur so ein Silikonkleber? Keine Ahnung, ich hab sie gesehen. Flop! War sie weg. Weiß nicht, das kann dir vielleicht jemand klippen, falls er Lust hat. Müsste das von der Zeit her noch passen. Ich glaube, 60 Sekunden hat man. Da macht das Schlapp und der Staubsauger fraß das Innenleben. Hier oben war eine Tüte angeklebt. Gut. Aber ich muss sagen, Großmüffel tut er jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, er riecht leicht süßlich. War also wirklich eine schöne Tabaksorte offensichtlich. Okay. Gut, dann gucke ich mal nach, ob man die Front hier noch demontieren kann. Jetzt hat er bei mir angedreht und ich bin gerade frisch aus der Wanne raus. Vorhin. Vom Essen. Mal gucken wir mal, ob das Ding einfach abgezogen bekommen. Ja, da müsste nur versteckt sein. Ja, wenn es knapp macht, so greift die jetzt um. Ah. Das Seitenteil. Bitte keine Klammern festhalten. Und dann wird die Front aus. Ach, da steht irgendwie ein Vento. Wusste, irgendwo habe ich gelesen. Das ist ein Vento AD von Asus Classics. Wusste, irgendwo habe ich es gelesen. Beim Hebel muss man aufpassen, ich möchte nämlich keine Riefen in die Kante bekommen. Das wäre nicht so schön. Ich vermute mal, dass Laufwerk stört. Laufwerk raus. Zum Glück ist hier windstill drin. Wenn Wind wäre, hätte ich Angst, dass er jetzt verloren geht. Der Tower wiegt wirklich nichts. Und ist für sein Alter aber noch gut im Schuss. Bis jetzt hat er keine Matten, keine Kratzer, nichts, gar nichts. Ja, ganz, ganz leichte Kratzer oben drauf. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt die Front rausgezogen bekommen.
Beim ersten Griff müsste das jetzt funktionieren. Ach, knack. Da sieht es tatsächlich super aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die ganze Zeit hat der Lüfter ja Luft hier durchgesaugt. Ich hätte gedacht, der sieht jetzt genauso aus. Ja, von hinten schon. Aber ich habe echt gedacht, vorne ist es übler. Wir sehen aber nö. Alles gut. Besserer Zustand als erwartet. Ob jetzt hier auch einen dicken Panzer erwartet, dass da ordentlich was drin steckt. So. War aber gut, dass ich das Mainboard ausgebaut habe. Weil um die Front hier abzuziehen, muss man ja auch dann die Kabel dementsprechend mitführen. Die hier irgendwo noch festhalten. Mit einem gemeinsamen Kabelbinder. Den auch mal schneller auseinanderknipsen. Kommt dann nachher neuer rum. Ja, also wie gesagt, bei Kabelbinder. Ich mache ja für meine Basteleien hier, dass ich dann diese Kabelbinder aus Klett nehme, wenn es für ein vorübergehendes Projekt ist. Aber wenn ich so einen Rechner fertig zusammenbaue, wie in dem Fall damals, dann nehme ich natürlich richtige Kabelbinder. Die bleiben ja dann ein paar Jahre. Das ist dann schon okay. Dann ist das nicht so eine Verschwendung. So, dann kann ich nämlich an der Stelle jetzt auch gleich nochmal saugen. Ich zeige es euch nochmal. In der Ecke war ich natürlich dann jetzt früher nicht drin, weil die Rückseite ja noch dran war. Dann können wir das saugen. Dann kommt jetzt auch noch der Frontlüfter einmal raus, weil auf der Rückseite muss ich auch noch sauber gemacht werden. Fragen zum Livestream? Kann man keine Bildung? Alles klar, da habe ich wieder eine neue Baustelle. Hier nur den Hecklüfter, der muss ja auch noch. Habe ich eine neue Baustelle, wo ich dann noch die Sachen mit reinpacken muss. Alles klar. Ich gucke nach, dass ich mit den Rechten da auch bei dem Teil, wo wir die Live-Fragen zum Stream haben, dass ich da dann auch nochmal die Rechte für Bilder reinpacke. Mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Das kriege ich eingestellt. Beim nächsten Sonntag ist das Thema dann auch vom Tisch. Dann können wir da auch Live-Sachen direkt reinpacken, wo wir nachgucken können. Und das ist ja, was ich sage, mit jedem Livestream entwickelt man sich weiter, lernt ein bisschen was dazu. Oh, sollte reichen hier. Und dann wächst das auch Stück für Stück alles ein bisschen mehr zusammen. Und ihr seht, wenn man den Link da einfach kopiert, wo drin steht, geht es zu Discord und den dann in den Browser einfügt, dann klappt es ja auch anhieb auch, dass man dem Discord-Server folgen kann. Klappt nur momentan hier jetzt noch nicht über den Befehl. Der Befehl ist ja schon drin, Ausrufungszeichen Discord, aber da habe ich momentan nur einen Ersatztext eingefügt. Weil wenn der Link nämlich dann da rein kopiert ist, dann habe ich das Problem, der zeigt irgendwas, aber jetzt leitet nicht zu Discord weiter. Der macht irgendwelche kryptischen Zeichen und das war's dann, mehr passiert dann nicht. Ich habe gehofft, dass das einfach nämlich so einfach funktioniert, dass man einfach da seinen Link reinhängt. Und sein Ausrufungszeichen Discord tippen und dann funktioniert das, aber nee. So leicht ist es dann doch nicht. Wir sind Kabelfarben, Rückseite Mainboard aus. Hey, wo ist alles drin? Danke dir. Und ihr seht im Übrigen hier, habe ich damals, was ich wirklich ganz gerne mache, mit so einem Adapter gearbeitet. Wenn du nämlich Lüfter drin hast, die leise arbeiten, dann kann man problemlos diese 12 Volt voll adaptieren, überhaupt kein Thema. Und diese Lüfter dann dauerhaft laufen lassen. Wir waren drin, ihr seht, die Front sah sauber aus, aber der Lüfter, der hat ordentlich Staub gefressen. Das waren ja diese Size Slipstream und die sind so leise, überhaupt kein Problem. Die kannst du auf 12 Volt dauerhaft laufen lassen, dann kriegst du schön. Dann immer Frischluft in den Tower rein, alles gut. Gibt Lüfter, mit denen kann man das machen. Ja, das Ding hier ist jetzt wirklich federleicht, obwohl noch das Laufwerk drin ist. Eine halbvolle Getränkedose ist schwerer.
Okay. Ja, trotz Laufwerk drin. Ich habe jetzt keine Waage hier, sonst würde ich euch noch eine Waage hinstellen und würden mal einmal wiegen können. Ja. Dann wäre mal. Gut, alles klar. Fritzbox hat geknippt. Super, danke dir. Ja, wie gesagt, hast du ja gehört, der Staubsauger ist nicht laut, der macht nicht so viel Radau, aber offensichtlich saugt er immer noch sehr gut für sein Alter. Und ich muss echt gucken, was in der Tüte da drin war. Gibt da diese Federklammer, wo man mit Sachen aus dem Ausschluss holen kann. Damit gehe ich dann nachher rein in die Tüte und dann kriege ich das Ding von Wiener. Ist nicht so dramatisch. Ich hoffe, dass da mehr drin ist als nur Silica-G und ich vielleicht Ersatzschrauben oder sowas da noch drin habe. Ist schon ein paar Jährchen her, dass ich den gebaut hatte. So, okay. Ich ziehe euch wieder runter. Staubsauger ist wieder dran. Danke, Fritzbox. Nein, nicht die Wartanschlüsse einloggen. Nein, die kann hier. Ich wollte mich nicht gegen den Staubsauger anbrüllen, deswegen habe ich jetzt versucht, in der Zeit nichts zu erzählen. Und ihr wisst, das ist bei mir selten, dass ich nichts erzähle. Gut, und trotzdem gibt es hier schlechte Nachrichten. Denn, wenn ihr mal seht, jetzt wo es ausgebaut ist, kann man es wunderbar erkennen. Ich hoffe, der Fokus schafft es gut. Müsste man aber eigentlich erkennen. Alle Vorhäufe durch die Bank weg. Die sind nicht mehr plan. Ja, mal gucken, ob ich eine Position finde, mit der man das erkennen kann, dass die hochkommen. Ja, wenn die Kamera jetzt einmal fokussieren würde, bitte. Ja, wunderbar. So. Ihr seht, nicht einer davon ist mehr platt. Die sind alle ein Stück hochgewölbt. Das heißt also, dieses Board wird früher oder später sowieso Probleme haben. Und ob ich solche kleinen Elkos umlöten kann, weiß ich nicht, weil dafür der Platz verdammt eng ist. So, hier sieht man auch mal schön, alle ein Stück hochgewölbt, durch die Bank weg. Also das Board wird irgendwann tatsächlich instabil laufen. Es kann sein, dass es noch einmal frei funktioniert, aber wird früher oder später unerklärliche Dinge tun. Und das kann mit den Elkos zusammenhängen, dass die alle hochgewölbt sind. Das heißt, die haben schon die Zeit hinter sich. Und das zu löten, ihr wisst, ich löte ja schon mal selbst. Das wird dann wirklich kompliziert, weil hier ist nicht viel Platz. Da ist dann die Lötspitze. Mach mal den Daumen im Vergleich so daneben. Da ist die Lötspitze dann natürlich relativ schnell
auf dem falschen Weg unterwegs oder wenn ich zu viel Lützen drauf mache, kann ich Pech haben, dass ich mir eine Brücke einlöte, was ich möglichst vermeiden möchte. Also muss ich mal gucken, ob ich das Ding irgendwann mal löten muss. Erstmal versuchen wir es auf jeden Fall nochmal wieder ohne in Betrieb zu bringen. Fritzbox hat ja schon gesagt, T-60. Das heißt also, wenn wir den grob wieder zusammengeschustert bekommen heute, können wir zufrieden sein. Wenn nicht, kein Problem, machen wir das nächstes Mal weiter. Heute war ja sowieso nur Reinigung angesagt. Ob ein funktionstüchtiger Betrieb heute dabei rauskommt, war ja nicht Thema. Wenn, ja okay, und wenn nicht, auch nicht dramatisch. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht es dann einfach damit weiter. Ist ja normal bei mir, was man einen Sonntag nicht schafft, macht man zum nächsten Sonntag dann einfach weiter entlöten. Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe schon mal an einem Mainboard probiert. Ein ganz altes, was kaputt war. Und ich weiß, erst Lötzinn drauf machen, damit du Temperatur reinbekommst. Und dann anschließend alles auslöten. Eine Lötpumpe ist bei mir in dem Lötkarton mit drin. Ist also auch vorhanden. Eine Lötpumpe habe ich da. Ich müsste auch noch einen Lötlütze haben. Ich frage mich nicht wo. Ich bin ehrlich. Ich habe sie gekauft. Habe gedacht, okay, vielleicht wirst du sowas irgendwann mal brauchen. Und dann, naja, weißt du. Die Tüten. Irgendeine Tüte. Alles klar. Das hat 89 Cent gekostet. Liegt irgendwo, keine Ahnung. Nicht dramatisch. Also wie gesagt, im Zweifelsfall die Entlötpumpe, ja, die ist da. Und ich habe auch eine neue Entlötpumpe, die dementsprechend noch ordentlich saugt. Okay, gut. Dann können wir hier schon mal CPU-Kühler gleich wieder draufsetzen. Ist ja die perfekte Gelegenheit, solange das Ding offen ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Kondensatoren hier irgendwann Probleme machen werden. Ja. Ja. War es die richtige Antwort? Fast schon Profi. Ja, na, wie gesagt, also ich habe mich mit dem Thema ein bisschen, ich beschäftige mich mit solchen Themen, bevor ich damit loslege und probiere mir da ein bisschen Grundwissen anzueignen, um nicht ganz blauäugig loszustarten und hier mit dem Lötkolben einmal so quer über das Mainboard zu ziehen. Außerdem habe ich, bevor ich meinen tatsächlichen Beruf dann später erlernt habe, der mit Lebensmitteln zu tun hat, habe ich tatsächlich mal angefangen eine Elektrikerlehre, bin aber leider nicht durch die Probezeit gekommen. Ich gehörte damals schon zu den Leuten, die sich nichts gefallen lassen. Das war Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2. Ich trinke keinen Alkohol. Und wenn der ganze Trupp dann unterwegs ist und alle zusammen einsaufen gehen mit den Lehrherren und ich bin nicht dabei, naja. Ich bin der Meinung, das war damals alles nicht so okay, wie es gelaufen ist. Es ist aber so lange her. Es spielt keine Rolle mehr, ist egal. Mein Leben hat sich ja anders entwickelt und ist auch nicht schlecht. Okay, alles klar. So, Wärmeleitpaste drauf. Und Kühlkörper rein. So, das heißt also, Spritze. Ja, griffbereit. Schmachtel. In der Prozessorkiste griffbereit. Ja, das ist der blaue vom letzten Mal. Ich weiß gar nicht, ob es der ist. Eigentlich wird hier einer rumschwirren, der hat Klebereste machen sollen. Also ihr seht, im Zweifelsfall immer noch ein bisschen welche da Auswahl existiert. Und mit den Dingern muss ich auch keinen Druck ausüben. Ich muss einfach nur ein bisschen verteilen. Ja, probieren wir. Sollte man gut sehen können. Ne, kommt wieder ins Gehäuse. Nur wo ich ihn gerade nicht auf dem Tisch habe und super rankomme, mache ich gleich den Kühlkörper schon wieder drauf. Weil die perfekte Gelegenheit, wo ich das Board jetzt vor mir habe, gleich Wärmeleitpaste drauf, Kühlkörper drauf, kann man es dann noch besser wieder anfassen zum Transportieren und hin und her bewegen. So, und dann wieder einfach ein bisschen verstreichen hier. Ja, dann kann man schön am Kühlkörper passen, packen das Mainboard und dann zum Einbauen hat man einen super Halter dann. Also soweit ich komme heute ins Gehäuse bauen, möchte ich es möglichst noch vor Mitternacht. Und wenn wir dann die Anschlüsse griffbereit haben, sollte das mit dem Anschließen ja auch funktionieren. Vom Frontpanel. Funktionstest verschieben wir aufeinander mal. Konzentrieren wir uns einfach aufs Einbauen heute, dann passt es schon. So, wir sehen, da ist genug drauf. So, und dann kommt jetzt noch was auf den Kühlkörper selbst. Ja, erstmal Wurst abstreichen. So. Dann packen wir da noch was auf den Boden drauf und dann passt es. So, jetzt haben wir jetzt nämlich da eine dünne Schicht auf dem
grüner Boden und eine dünne Schicht auf der CPU und beides zusammen. Ihr habt gesehen, die andere Schicht, die vorher drauf war, hat viele Jahre super funktioniert, ist nicht hart geworden, das Zeug scheint nicht zu bröckeln. Das ist einer der Rechner, die ich am längsten in Betrieb hatte. Beziehungsweise, ich habe ihn gebaut. Er wurde lange betrieben. Fritzbox hat er vorhin rausgesucht, war von 2006 bis 2008 das Mainboard. Dann gehe ich mal davon aus, dass die CPU aus dem Zeitraum stammt. Und solange sollte hier dann auch nichts mehr passiert sein. Das wären dann also 10 Jahre. Mindestens. Wir haben 2020, werden 10 bis 12 Jahre. So, wir wissen ja, wir wollen mit der Luft in Richtung das Heck. Heck ist da. Da hinten haben wir ja das I.O.-Panel. Hier, da haben wir es. Da der lilane. Und alles, was da ringsrum ist. Das heißt also, er muss so rum rein. Hier vorne wird dann wieder die CPU draufgeklippt. Und jetzt kann man nämlich schön gucken bei der Positionierung, dass man nicht die Klammern verbiegt. Weil wenn die nämlich einmal nicht sauber ins Loch sind und man die Dinger dann verbiegt, dann brechen sie. Das sollte man tun, nicht vermeiden. Ich zeige es gleich von der Unterseite. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß ja schon Bescheid. Aber alle, die sowas zum ersten Mal sehen, da möchte ich es gerne dann nochmal zeigen. So, sollte schon reichen. Guck mal. Naja, noch nicht ganz, der fehlt noch. Weil erstmal müssen ja die hellen Klammern durch, ehe man die dunklen durchdrückt. Und wenn man die hellen Klammern nicht sauber ansetzt, dann verbiegen die und brechen ab. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ja, die wehrt sich. Was ist der Pinsel nicht abstürzt? Aber doch, der Staubsauger findet ihn wieder. Wir haben heute festgestellt, der ist sich riesig. Ja, gucken wir mal schnell nach. Nee. Ordentlich widerspenstig die Dinger, aber wie gesagt, trotzdem mit vorsichtig und Gefühl rangehen. Damit sie halt nicht wegbrechen. Wenn ich zwei gegenüberliegende erstmal habe, sollte der Rest von alleine flutschen. Weil der Boden hier ist nämlich frei beweglich, der ist, ich sag mal, schwingend aufgehängt. Und bei den Pushpins hat man sich ja gerne damals dann diesen Kunststoff zerbrochen. Möchte ich möglichst vermeiden. Wie wir sehen, eine Klammer ist schon sauber durch, da ist er. Und alle drei anderen, die jetzt noch kommen, müssen genauso aussehen. Und dann kann ich runterdrücken, dann passiert nichts mehr. Der 6600er ist in 958 eingeführt. 2006, okay, dann, ja, passt doch. Mainboard von 2006 bis 2008. CPU von 2006 harmoniert ja alles ganz gut miteinander. Was die Bauzeit angeht. Das heißt also, das war damals top aktuell, als wir den zusammengebaut haben. Ja, gucken wir mal. Nee, der will einfach hier nicht. In solchen Fällen dann einfach nochmal nehmen und die Klammern zusammendrücken. Kommen wir raus hier. Also. Und dann einfach nochmal die Dinger. Die habe ich in irgendeiner Kamera bekommen. Und dann jetzt einfach nochmal zusammendrücken die Dinger. Warte, Kamera. So, die müssen ja durch die Löcher durch und gehen ja dann unten auseinander. Wenn die jetzt zu weit auseinander sind, auf der Kante auftitschen, dann brechen sie ab. Wir sind ja nun viele Jahre in der Position gewesen und probieren natürlich weiterhin im gespreizten Zustand hier zu bleiben. Ich muss jetzt dazu überreden, dass sie nicht gespreizt sind, um sie durchs Loch durchzubekommen. Jetzt brechen die Ecken weg. Thank you.
Ja, das kann man nur so drauflegen. Schön ist, hier kann jetzt wirklich absolut gar nichts passieren, wenn ich die Dinger sauber einfädel. CPU, hier ist nichts im Weg. Ja. Wie es aussieht, hat das Zusammendrücken geholfen. Zwei sind schon drin. Dritte ist auch drin. Dritte, vierte. Ja, aber der stellt sich noch quer. Jetzt hat er verloren. So, jetzt ist schön zu sehen. Jetzt hat es hervorragend funktioniert. Da, Nummer 1 ist schon arretiert. Nummer 2 muss noch arretiert werden. Nummer 3 steckt auch schon durch. Nummer 4 guckt schon durchs richtige Loch, muss noch arretiert werden. Und dann sind die wieder fest drin. Klack. Hat schön geknackt, aber sauber geknackt, nicht so nicht böse geknackt. Okay. Der ist noch nicht ganz durch. Oh, jetzt ist er auch durch. So, und jetzt kann man schön sehen, wie sie durch sind und auch arretiert sind. Na, jetzt haben wir nämlich das immer dieser Führungsstift, der die Klammern auseinanderdrückt. Ist sauber durchgegangen. Keine Nase abgebrochen. Alles super. Und die Nummer 4. So soll es sein. So werden die Pushpins ja normalerweise angeschlossen und eingesteckt. Sind gerade fest. Ja. Gut, alles klar. CPU-Kühler ist wieder drauf. Dann kann auch der CPU-Lüfter gleich wieder drauf. Ja, da haben wir ja nur die eine Baumöglichkeit. Das heißt, Klammer links und rechts müssen wieder in diese Führung eingeklickt werden. Gucken, dass ich die richtige Größe vom Rahmen hier wieder ansetze. So, und dann aufsetzen, schieben. Oh, hat zweimal Klack gemacht. Ist wieder fest. Der ist im Übrigen schwingend gelagert. Hier sieht man die Gummipuffer. Da sind die Gummipuffer. Da sieht man, der schwingend gelagert. Damit macht er kein Radau. Ja, Sockel LGA 775 richtig und die Interhaltung Fritzbox hat es sauber auf den Punkt gemacht. Genau so ist es. Obwohl bei den Pushpins hatten ja viele damals Angst, dass die nicht richtig funktionieren und dass man die nicht oft benutzen kann und noch mehr. Wie man sieht, 12 Jahre später halten sie immer noch. Obwohl ich auch schon Pushpins hatte, die abgebrochen sind. Und habe ich dann bei alten Kühlern, wo dann das Lager komplett kaputt war, habe ich dann die Pushpins vorsichtig ausgebastelt. Okay, jetzt habe ich mir selber hier ein Ei gelegt. Das heißt, wenn ich jetzt dazwischen komme, um den Stecker drauf zu packen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber mein Daumen funktioniert ja wieder, alles gut. Ja. Ja. Sauber drauf gesteckt. Damit ist der Kühler auch fertig angebunden. Und wie gesagt, hat den Vorteil, jetzt kann ich dann halt andere anfassen, kann das Membert hochheben. Macht sich einfacher beim jetzt wieder Rückbau, wenn man es anfassen kann. Deswegen meine Idee ist gleich schon drauf zu packen. Habe ich einen schönen Haltegriff. Okay. So gut, das Mainboard mit Sandhaltegriff nochmal beiseite. Dann werden jetzt die Lüfter wieder eingeschraubt, die an Front und an der Heckgerade gemacht haben. Und dann kann das Mainboard wieder ins Gehäuse. So, wie sind wir da noch? 6 Zuschauer. Super, haben wir heute einen ordentlichen Schnitt. Freut mich sehr, dass ihr alle bei mir bleibt und reinschaut. Ich weiß anders auch, nur 6 Zuschauer. Ich bin zufrieden über 6 Zuschauer.
Wenn wir die regelmäßig haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, und die CPUs, ihr wisst, da kommt ja noch was mit den CPUs. Passiert auf jeden Fall noch was, da kommt ja noch ein schöner Test mit dem Xeon-Prozessor irgendwann mal gelegen hat. Dann können wir auch mal die anderen CPUs testen, ob die überhaupt noch funktionieren. Passende Mainboard haben wir im Zweifelsfall hier jetzt gerade. So, und der mit dem Adapter dran, das war der Frontlüfter. Der hatte nämlich eine feste 12-Volt-Versorgung, war trotzdem aber nicht laut, kommt auch wieder in die Front. Und der Hecklüfter, der hat keine 12-Volt-Versorgung, der lief direkt über das Mainboard und wurde über das Mainboard gesteuert. Und je nachdem, wie viel Luft gerade benötigt wurde, hat er dann halt mehr angezogen oder weniger. Und so bauen wir es auch wieder ein. So, fangen wir mit dem Frontlüfter an, dass wir nämlich die Front hier wieder ordentlich dran packen können. Ich würde euch mal mitsamt der Kartoffelsalatdose ein Stück weiter nach hinten schieben. Dann solltet ihr eventuell wieder eine bessere Übersicht haben. Unten in dem kleinen Fenster. So. Dann habt ihr wieder einen schönen Blick, hoffe ich jedenfalls. So, okay, und dann wissen wir ja Bescheid. Kennt ja bestimmt jeder schon die Faustregel. Früher waren ja irgendwo dann die Drehrichtung aufgedruckt und dann die Luftrichtung, die er pustet. Braucht man sich alles nicht merken, das ist Quark. Die Seite, wo offen ist, wo nichts ist, da saugt jeder Lüfter, der im PC-Bereich verbaut wird. Ich kenne keinen, der anders funktioniert, da saugen die immer ihre Luft an. Und die Seite, wo der Steg ist, hier sind ja die Stege, das ist immer die Seite, die dann die Luft durchbewegt. Das heißt also, der Frontlüfter muss dann so rein, an der offenen Seite saugt er an und pustet die Luft ins Gehäuse und so soll es ja sein. Oh, ich sehe gerade, hier ist noch eine Ecke, wo wir saugen müssen. Schnell mal Ohren zuhalten, dauert noch ein paar Sekunden. Ich kriege jetzt nicht runter. Schnell und schmerzlos. Und ich bin gerade über den Ärmel meiner Jacke gefahren, der hinten an der Stuhllehne drüber hängt. So, wie gesagt, die vorne hatten wir ja Gott sei Dank nicht zum Sauber machen. Also alles schick. Warte mal, die haben wir da hinten gehabt. Das heißt, den packen wir auch noch da hinten. Dass die Kabel alle aus der gleichen Position kommen und wir nicht die Kabel kreuz quer später haben. Ich zerkratze für meine schöne neue Smart-Uhr nicht. Die Uhr, die behauptet, dass ich nie schlafe. Jetzt wisst ihr, warum ich baue zu viel. Das ist übrigens schon die zweite. Letzte Woche eine andere getestet, die sagt genau das gleiche. Ich schlafe nie. Ui, der Staubsauger hat 3 Zuschauer verjagt. Es sind nur noch 3. Schade, gerade noch gelobt, dass wir mit 6 super sind im Durchschnitt. Das ist mit Staubsaugen auf den Sonntagmorgen wohl doch nicht so interessant, beziehungsweise Sonntagabend, Sonntagmorgen. So, gucken wir mal, dass ich einmal das Loch treffe. Der Rest sollte sich dann von alleine ergeben. In der Theorie jedenfalls. Plack. Aber vielleicht ist es pro Bundesland unterschiedlich. Und 1,80 Röhmchen will ich denn doch schon noch mal haben. Wenigstens einer, der mir in die Augen gucken kann. Von der Höhe her. Ich mag das nicht, wenn das ein ganz kleiner ist. Oh, von nicht betroffen, ohne hingucken. Oh, bei euch geht es morgen schon los. Oh, oh. Oh, wir sind 5? Ich habe noch 3. Aber ich komme auch nicht zum Aktualisieren, bin ja beschäftigt. So, man sieht im Übrigen, Glück gehabt, auf Anhieb getroffen. Keine große Rumruderei mit den Lüfterschrauben. Und dadurch, dass die ja schon einmal in Gewinde geschnitten haben, weil die schneiden ja hier in den Kunststoff ganz hart rein,
Die werden auch heiß, wenn man sie beim ersten Mal macht. Da muss man ordentlich Druck ausüben. Und da kannst du schon mal eine heiße Schraube geben. Weil die sich ganz böse hier in den Kunststoff reinschneiden. Aber wenn sie erstmal das Gewinde geschnitten haben, dann sind sie beim nächsten Mal natürlich ganz einfach rein und raus zu bekommen. Ja, und jetzt trotzdem richtig fest. Der klappert auch nichts, der wackelt nichts, alles super. So, Hecklüfter und die anderen vier Schrauben haben wir so. 1, 2, 3, 4. Prinzip das gleiche in grün. Offene Seite nach innen, damit die Luft nach außen befördert wird. So, wir werden den so hinpacken, dass das Kabel nach unten kommt. Ich schiebe mal näher ran. Dann kann ich nämlich hier das Gehäuse auf der Seite schon wieder zumachen. Dann kann man das Gehäuse besser anfassen und bewegen. Dann schaue ich mal, ob ich das IO-Shield finde. Ich hoffe ja. So, ich habe es extra jahrelang. Der Rechner steht schon ein bisschen hier. Und ja, steht da schon bestimmt hier rum. Habe ich das IO-Shield immer von A nach B nach C. Ich hoffe, dass es jetzt noch da liegt, wo ich vom Kopf her das letztes Mal gelassen habe. Weil ihr seht, haben sich schon ein paar Rechner hier gesammelt. Auch meist älterer Bauart. Und ich hoffe, dass ich einen davon Windows 98 tauglich bekomme. Der dürfte schon zu modern sein, obwohl hier haben wir noch eine IDE-Schnittstelle dran. Wäre cool, weil ich möchte tatsächlich einen Retro-Rechner mit Windows 98 nochmal betreiben. Wir haben ja letztes Mal gesehen an dem Notebook, die Virtualisierung war nichts. Udo hat einen Plasterbaum. Ja, ich habe lieber klebrige Hände, Harz an den Finger und den schönen Duft. Ganz toll ist, wenn du gerade Frost hast. Du kriegst diesen kalten Baum rein. Wenn du diesen Baum noch riechst, diesen Frost, oh, das ist herrlich. Ich hatte aber ehrlich gesagt dieses Jahr auch schon über so einen Kunststoffbaum nachgedacht. Aber die wirklich so halbwegs nach einer Tannung aussehen, die kannst du nicht bezahlen. Jedenfalls nicht in meiner Preisklasse. Ja, nicht gerade zu den Spitzenverdienern, ich bin hier Ringverdiener. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, Teile möglichst lange zu verwenden und möglichst nochmal zu benutzen. Auch bei den PCs ist das nicht anders. Ja, und wie gesagt, dementsprechend habe ich halt auch denn, dass ich normalerweise mit so einem Plastibaum einmal ordentlich Geld ausgeben würde, würde dann sparen. Aber ich weiß nicht, von der Kindheit her hat man doch wirklich dann den echten Weihnachtsbaum mitbekommen und das ist ja, eine Geschichte. Da kann ich nicht über meinen Schatten springen, auch wenn es teuer ist. Das ist eine Mal im Jahr, wo man sagt, okay, dann gucke ich mal nicht auf die 30 Euro. Muss ich an anderer Stelle dann halt wieder sparen und dann kommt richtig der Baum rein. So, Front ist wieder schick. Laufwerk kann wieder fest. Ihr seht, jetzt geht es eigentlich relativ zügig. Wenn ich das IO-Sheet auf Anhieb finde, wird man relativ kurzer Zeit das Ding wieder zu einem Rechner zusammen haben. So, SATA-Schnittstellen gehen bestimmt als IDE umzustellen. Ja, die sollten auf jeden Fall noch mit IDE funktionieren. Vom Alter her sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass wir noch kein AHCI haben, sondern IDE haben. Das heißt also, in dem Fall müsste ich meinen Bootstick dann mit einem Windows 32-Bit denn bestücken auf UEFI-Basis und auf BIOS-Basis, also FAT32 mit dementsprechender Einstellung. Denn wir würden ja GPT nehmen, wenn es ein UEFI wäre. In dem Fall nehmen wir MBR und FAT32. Ah, da war ordentlich Dreck auf meinem Tisch hier. Du wirst nicht, wirst lachen, ich habe ein Bäumchen, was so hoch ist. Kamera. Da oben die Kamera. Ich habe ein Bäumchen, was ungefähr so hoch ist wie der Tower. Ist auch ein schwarzes Bäumchen. Steht gerade bei uns auf der Position, wo meine CD-Box ist. Da steht da oben drauf. Nähe des Fensters und macht da gerade adventliche Stimmung. Bootstick bei Windows 98 SE könnte klappen, weil sobald ich die Setup-Datei gestartet kriege, wenn nicht CD ist da, kein Problem, Laufwerk ist drin, alles kein Thema.
Apropos CD. Da war doch noch was. Windows 98 SE, wie gesagt, griffbereit. Jederzeit da und auf der Rückseite. Key weg. Dann noch passend die Kopie davon. Einmal das Original vorne, die Kopie hinten. Eigentlich sollte es andersrum sein. Eigentlich sollte die Kopie vorne sein und das Original sollte hinten liegen. Aber wie gesagt, auch da sind wir griffbereit. Das Abenteuer Windows 98 kann starten. Ich denke, wie oft ich 95, 98 damals neu installiert habe. Oh, oh, oh. Gott sei Dank hatte ich sehr geduldige Menschen an meiner Seite. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit dem Norton Commander gearbeitet, wusste gar nicht, dass es der Norton Commander ist. Doch, ich glaube, damals gab es, oh Gott, wie hieß denn das? Es gab eine Möglichkeit, Windows 98 per USB-Stick zu starten. Da musstest du dann eine ganz spezielle, ich weiß nicht, könnte ich noch irgendwo vor Rechner rumzuliegen haben. Da musstest du eine spezielle Software dann erst nochmal verwenden, mit der konntest du das Ganze dann vorbereiten. Und dann konntest du vom Stick starten. Ich komme aber nicht auf den Namen. Das hatte irgendwie was mit Windows PE zu tun, in der Richtung ging es damals. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie das hieß. Dafür ist echt schon zu lange her. Ja, könnte sein, dass ich, wenn ich die Datei noch bei mir auf dem Rechner finde, ich habe die alten Sachen möglichst immer versucht, von Rechner zu Rechner zu übernehmen. Wenn es da noch rumschwirrt und ich das noch finde, fürs nächste Mal könnte ich dir den Dateinamen sagen. Vielleicht kannst du dann mit dem Dateinamen was anfangen. Aber da gab es mal was. Ich musste auch noch damals meinen USB-Stick, ich glaube, der hieß irgendwann mit KingMax oder so. Der war Windows 98 SE tauglich. Der brauchtest aber spezielle Treiber, die du installieren musstest. Und dann konntest du den Stick benutzen. Weil das erste Betriebssystem mit USB-Unterstützung, was ich damals verwendet hatte, war Windows 95C. Ich habe leider die CD nicht, schade. Die haben den Rechner weggeschmissen und ich hätte gerne die CD gehabt. Der Rechner lief lange, jahrelang in einer Firma. Auch den habe ich schon damals gebaut. Auch als Hobby. Ich mache das nicht beruflich. Oh, ja, USB-Sticks gibt es hier sonst am Meer. So, fertig. Klappt ganz gut. Drückt mir die Daumen, dass ich jetzt auf Anhieb das IO-Sheet finde. Ich gehe mal gucken. Mein Kopf sagt, ich habe es griffbereit. Und jetzt werden wir testen, ob es tatsächlich das Richtige ist. Das muss nämlich dann dementsprechend zum Mainboard passen. Ich bin der Meinung, das müsste sein. Ich später nämlich dann irgendwann noch gefunden. Weil der Karton ist zu mir gekommen, in dem ursprünglich mal das Mainboard drin war. So, dann schauen wir mal. Ja, ist es. Oder? Doch, ist es. Okay, schauen wir mal. Ah, passt wie die Faust aufs Auge. Obwohl hier wohl ein Anschluss mal vorher sehen war, der nicht existiert. Oder es ist ein anderes IO-Sheet, was durch Zufall exakt die gleichen Abstände hat. Mal. Naja, hier unten ist ein bisschen Passungenauigkeit drin. So, mal gucken, ob wir das nachher hingebastelt bekommen. Oben sitzen sie schon, aber unten noch nicht. Dann ist es wohl doch nicht das Originalschild, aber es ist verdammt nah dran. Dann könnten wir es theoretisch verwenden. Drück mal die Daumen, damit es richtig schon bekommt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, von der Form her müsste es passen. Könntest du? Nee, tatsächlich nee. Die Soundanschlüsse passen nicht. Oh, schade. Das Originalschild, wie gesagt, existiert nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe alles weitergegeben mitsamt dem Zubehör. Hier, die kriege ich nicht in deckungsgleich. War sogar noch mal eine untere Reihe vorgesehen. Schade, 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 schade. Wie gesagt, ich habe das Ding jahrelang aufgehoben. Weil ich habe mal gegengehalten und habe gedacht, oh, der könnte passen.
So, Membot-Schrauben. Ah, da sind sie. Machen wir die Membot-Schrauben. Weil du fragst, sie ist nämlich wichtig, ob du eine Phantomspeisung brauchst oder nicht. Dementsprechend muss dein Membot dein Mischpult ausgestattet sein. Wenn du eine Phantomspeisung brauchst, dass die dementsprechend mit 45 Volt, glaube ich, zur Verfügung steht. Da musst du beim Mikrofon drauf auf jeden Fall drauf achten, ob Phantomspeisung nötig ist oder nicht. Hier kriege ich bei mir im Übrigen die Phantomspeisung auch in den Mikrofon durch ein ganz normal. Ich habe eine 1,5 Volt Batterie im Griff drin, beziehungsweise hier ist ein Akku jeweils drin, die ich jetzt schon seit 3 Wochen nicht mehr ausgemacht habe. Ich schalte immer mit dem Mischpult aus, aber die Mikrofone vergesse ich immer. Sollte heute eine Seite leiser werden, sagt rechtzeitig Bescheid. Dann weiß ich Bescheid, dass ich einen Akkuwechsel vornehmen muss. Ja, es ist auch Fräulein Ira. Also alle weihnachtlichen, was soll man sagen, Figuren. Ja, Weihnachtsfiguren passt am besten, die du bis jetzt gesehen hast. Ja, meiner besseren Hälfte. Klausi, den hat sie von mir neu geschenkt bekommen, der ist ganz frisch und ihr Rudi, den hatten wir schon. Und du siehst, die gibt ihr auch Namen. Ich habe letztes Mal fast noch Schelte bekommen, weil ich ihn Rudi genannt habe und er sollte, nee, weil ich ihn Klausi genannt habe. Er sollte aber eigentlich Klaus-Peter heißen. Na gut, bei mir wurde er dann zu Klausi. Er hat es überlebt, ich auch. Ah, Thumann, deswegen kommt mir der Name bekannt vor. Bei Thumann gucke ich auch des Öfteren mal nach, was da so aktuell ist. Sollte es irgendwann mal so weit sein und ich sollte hier dann so eine, wie nennt sich das, Donations, sollte ich hier mal irgendwann eine Donation zünden können, habe ich mit Sicherheit 2 Donation-Ziele, die ich dann irgendwann mal an Mann bringen kann. Mein erstes Donation-Ziel auf jeden Fall eine funktionierende Capture-Karte für HDMI. Und mein zweites, bei Thomann gibt es einen Laser, den ich unbedingt haben möchte, der kostet 200 verquetschte Euro. Das ist ein RGB-Laser, das heißt also, er kann das komplette Farbspektrum und er hat Text, da möchte ich nämlich gerne mal den Text laufen lassen. Oder entweder, also wo dann mal abwechselnd steht PC-Tom und die PC-Ecke. Und zwar in verschiedenen Farben. Ich finde Laser genial, ich finde es toll. Aber knapp 300 Euro mal eben aus eigener Tasche, ist bei meinem Verdienst nicht drin. Deswegen würde ich tatsächlich sowas dann über einen Donation-Goal mal machen wollen, wenn es irgendwann so weit ist, dass ich mal von Twitch den dementsprechenden Status erreiche. Und dabei könnt ihr mich unterstützen, weil umso mehr Zuschauer wir regelmäßig werden, umso schneller ist auch die Chance, dass ich zum Affiliate werde und dann solche Sachen geschaltet bekomme. Dann kann ich dann auch Donation-Ziele einstellen. Also müssen wir regelmäßig 50 Zuschauer sein. Mindestens 10 Leute immer im Chat sein. Da gibt es Grundvoraussetzungen, die unbedingt dann erfüllt werden müssen. Aber ich hoffe, dass wir da hinkommen. So. Ja, mein NB-Fan ist vom Prinzip egal. NB steht vermutlich für das Netzteil. Hauptsache, er ist da drauf und tut seine Arbeit. Gut. Okay, dann kommen jetzt die Bilder von Fritzbox in Einsatz. Weil jetzt muss Mainboard wieder die Hauptversorgung angesteckt werden, was vorne die Front angeht, dass die Frontpanelanschlüsse wieder vorhanden sind. Also sprich Powerschalter, Reset-Schalter, Power-LED und IDE bzw. HDD-LED. So, du sagst, die hast du abgelegt in meinem Discord-Kanal und die hast du dann reingepackt. Alles klar. So, ich mache Originalanzeigen. Flumm, da haben wir ihn. War super, alles da. Super, danke dir, Fritzbox. Schon offen. So, Speaker, Power Switch, HDD, Reset. Alles klar. Haben wir so. So, mal gucken, dass ich die Reihenfolge finde. Da ist der eine Port, der nicht belegt ist. Okay, ja, das ist der. Hab ihn gefunden. So, dann brauche ich auch noch meine Kabel. Hatte ich gerade noch der Rechner drauf. Ein bisschen Angst um meine Uhr, ich will das Ding nicht zerkratzen, aber andererseits muss meine Uhr immer das mitmachen, was ich mache. Wenn ihr das nicht kann,
Das ist nicht meine Uhr. Ich heute schon das erste Mal in der Badewanne abgemacht, das mache ich normalerweise auch nicht. Uhr muss immer das aushalten, was auch ich aushalte. Wenn ich draußen im Regen mit dem Fahrrad unterwegs bin und darf die halt nie absaufen. Wenn ich in der Dusche bin, darf sie nicht absaufen und wenn ich in der Wanne bin, auch nicht. So, wir sehen, Salterkabel haben wir hier noch drin. Beispiel waren hier mal drin. Ich kann mich erinnern, da haben wir dann irgendwie noch von einem älteren Rechner irgendwie noch andere Festplatten irgendwie noch mit übernommen gehabt. Ja, da war was. So, okay, also, laut dem Stecker sieht ihr überhaupt was. Ich glaube, weiter runter kriege ich die Kamm nicht. Oder ich lege sie direkt rein, wenn es die Kabellänge noch zulässt. Viel weiter komme ich mit der Cam nicht ran, ich hoffe es reicht. So, Power Switch, Power LED, wir müssen anfangen, Reset Switch, unten an der Kante ist am wenigsten Platz, also fangen wir an mit dem Reset Switch. Aber Reset Switch, da ist er, haben wir, beim Switch haben wir ja kein Plus Minus, ist egal. Spielt keine Rolle. Nur bei LEDs haben wir plus minus die zu beachten sind. Das heißt also, der grüne bleibt frei. Wie ist das eng hier? So, nehmen wir mal die Saatanschlüsse raus. Oh, die Kamera ist aber ordentlich warm geworden. Gerücht, bei mir ist hier nicht gerade heiße Ecke. Ja, die Kamera hat sich doch ordentlich erhitzt. So, Reset Switch. Okay, sitzt. Daneben müsste dann sein links die HDD-LED. Ja, richtig. Plus soll noch links. Okay, haben wir. Der Plus ist ja normalerweise der farbige. Okay, ist drauf. Kamera. Nicht abstürzen. Ja, da sind Farben aufgedruckt, richtig. Ich weiß nur nicht, ob meine Kabel jetzt auch die richtige Farbe haben, weil er sagt, es würde ein grünes kommen. Das wäre dann Power LED. Mal gucken. Links Power Switch ist bei mir orange. Nee, das Orange passt nicht. Ansonsten, ja, sind Farben drauf, hast du recht. So, Power Switch, da ist auch wieder egal, wie rum der kommt. Wir wissen ja, ein Taster, der macht nur eine Brücke in dem Moment. Wichtig ist dann wieder die LED, das Plus auf der richtigen Seite landet. Und im Übrigen die Grenze meiner Gleitsichtbrille auch langsam sicher erreicht hier. So, okay, gucken wir nochmal nach. Power LED. Plus will er dann auch auf der linken Seite haben, also so. Das sind nämlich zwei einzelne. Ja, dann nimmst du es drauf. Plus ist auch drauf. Stecken. Ging ja heute schnell, war noch richtig zügig. Ja. Einmal alle drauf. Ja, ich hoffe, man kann was erkennen. Warte, ich probiere die Kamera. Jetzt bin ich zwar mit dem Kopf im Licht, aber jetzt müsste man halbwegs sehen. Ja, stecken wieder drauf. Und der einzelne Pin da oben ist frei, was dem Handbuch entsprechend dann auch richtig ist. Ja, sollte passen. Ich hoffe, ich habe die jetzt noch. Jetzt mal gucken, ob ich keinen Denkfehler habe. Die Reihe, wo der Pin ist, da haben wir Reset Switch und HDD-LED.
Die Reihe, wo nichts belegt ist, haben wir Power Switch und Power LED. Ja, nee, sieht super aus. Haben wir richtig gemacht. So, dann können Sie weiter. Kabel schon wieder an. Und wenn ich einen Lüfter festhänge, geht das. Ich habe auch natürlich darauf geachtet beim Rausziehen. Das sind noch ganz alte Kabel. Ja, der hat noch keine Klammer. Das ist noch ein SATA-Kabel ohne Klammer. Beide Seiten nicht. Und das hier war dann schon ein Kabel mit Klammer, wo man natürlich dann denken muss, die Klammer zusammenzudrücken. Sonst reißt man sich den Port kaputt. Und der mit der Klammer, gucken wir immer nach, welcher der mit der niedrigsten Nummer ist. So, 2, 3. Seite 1, Seite 4. Erstmal alle drauf. Und dann müssen wir gucken, ob wir morgen eine Festplatte und dann noch frei haben. Die sind ja L-förmig, also die kann man nicht falsch draufstecken. Dann kennen wir ja vom SATA-Anschluss. Mal sehen, ob sie die Kamera scharf stellt. Da ist ja dann die eine Seite geschlossen, die andere Seite ist wie ein L. Und dementsprechend die Stecker draufstecken. Ich kenne jemanden, der hat es schon falsch gemacht. Aber leider hat die Festplatte nicht überlebt. Das ist mir irgendwie hier doof. Ja, mal nach unten weg. Alles klar. So. Der kommt dann oben zum DVD-Laufwerk hoch. Ja. Weil der hat dann auf der anderen Seite gewinkelten und der würde dann normalerweise ein DVD-Laufwerk kommen. Hier ist aber gar kein DVD-Laufwerk mit SATA-Anschluss drin. Hier haben wir nur ein Laufwerk mit IDE-Anschluss. Der aber hier noch verfügbar ist. Das heißt also, der gelbe hier, da kommt dann das DVD-Laufwerk wieder rauf. Sieht irgendwie, Entschuldigung für das Wort, irgendwie ein bisschen kacke aus, wenn hinten der IO-Sheet fehlt. Ich bin es gewohnt, IO-Sheets immer dran zu haben. So, hier gibt es einen einzelnen SATA-Port. Ich vermute mal, der hat eine spezielle Aufgabe. Da muss ich dann mal ins Handbuch gucken, weil wir sehen, alle anderen Ports sind lila. Die vier und der einzige, der ist blau hier. SATA 1, ich vermute mal, das ist ein schnellerer und dass die anderen vielleicht langsamer sind oder so, muss ich mal das Handbuch konsultieren, was der denn da sagt. Aber gut, wir haben schon mal den Rechner, also jetzt grob zusammengeklöppelt. Und fehlt jetzt noch eine Festplatte dann theoretisch für den Betrieb, aber alles Wichtigste, was jetzt noch fehlt, Strom. So, wir haben 23,52, das heißt also Strom schaffen wir heute nicht mehr. Was ich noch anstecken kann, weil hier gerade so lose rumhängt. Wäre der Front-USB-Stecker. Den stecken wir gleich noch drauf aufs Mainboard. Dann stecken wir noch den Audio-Stecker ran ans Mainboard. Und dann machen wir Schluss für heute, weil mehr schaffen wir nämlich in den nächsten 8 Minuten nicht mehr. Aber Aufgabe erfüllt, Rechner ist sauber. Das war die Aufgabe, die heute zu erfüllen ist. Und das haben wir geschafft. So, USB, wie viel haben wir hier? USB, USB, USB. Da haben wir welche. Ein Port ist ja wieder geschlossen. Oh, der hat ja viele USB-Anschlüsse. 3 Steckplätze mit USB. 2.0 natürlich immer nur. 3.0 gab es hier damals noch nicht. Aber er hat 3 Steckplätze, wo USB drauf kann. Das heißt, das macht dann 6 USB-Anschlüsse in Summe, an denen jeweils 2 USB-Sachen angeschlossen werden konnten. Das ist für damalige Verhältnisse sehr viel. Ja, da JMAC von JB. Aha, okay, der ist also tatsächlich extra auf den JMAC-Code drauf. Das heißt also, der hat einen eigenen Chip. Währenddessen die 3, 4, 5, 6, 7 Intel ECR18 kommen direkt also über die CPU. Alles klar. Das heißt also, wir bleiben auf den Lilanen. Danke. So, und gucken wir hier den Soundanschluss. Der müsste, ja, da ist J-Audio. Da ist ja in der Mitte einer frei.
Kann man also auch nicht normalerweise falsch machen. Ich zeige es nochmal am Stecker. Wie gesagt, wir müssen ja mal gucken, dass hier auch welche dabei sind, die es eventuell nicht kennen. Deswegen zeige ich es dann auch gerne nochmal. Wir sehen, einer ist geschlossen. Jetzt müsste es gut zu erkennen sein, wenn dessen alle anderen offen sind. Und das Gegenstück hier auf dem Mainboard, da ist der J-Audio. Warte mal, ich probiere ihn einzufangen. Da ist er. Da oben. Der da, wo mein Finger durchkommt. Da ist dann dementsprechend, dass an der Stelle der eine Pin fehlt, wo hier das Loch zu ist. Ich hoffe für alle anderen, die sowas natürlich schon längst kennen, ist es nicht langweilig, wenn ich das nochmal erzähle, aber wir müssen immer dran denken, es können vielleicht Leute dabei sein, die das nicht wissen. Entweder weil sie jung sind, das zu der Zeit schon gar nicht mehr gab, wo sie angefangen haben mit Basteln, oder aber, dass dann die Situation hier noch andersrum ist. Da müssen wir mal gucken, dass wir kurz aus dem Kabel von dem Frontlüfter, nee, von dem CPU-Lüfter rauskommen. So, dann haben wir nämlich heute einen Rechner wieder sauber zusammengebaut. Im Übrigen, gute Nachricht ist, der Rechner riecht angenehm. Er roch die ganze Zeit nicht wirklich unangenehm. Das heißt also, was doch immer geraucht wurde, war wohl was Hochwertiges. Er hat nicht nach eurem Müffelnikotin gestunken, sondern so leicht, ja, kann man schlecht beschreiben. Wie will man den Geruch von einer Pfeife beschreiben? Leicht süßlich, würde ich fast sagen. Von daher, ich hatte mich ursprünglich vor, für heute mir noch so ein Orangenöl zu holen. Ich habe nämlich mal gelesen, Orangenöl entfernt Fett und kann auch Sachen, die so wie Nikotin und so, gut beseitigen. Und das ist ein Orangenölkonzentrat, was man als Spray hat, zum Saubermachen. Das kannst du sowohl in der Küche verwenden, als auch für den Rechner hier hätte ich es dann jetzt verwenden können. Aber wie gesagt, der ist geruchstechnisch nicht so schlimm. Ich habe es schlimmer erwartet. Ich habe mir die ganze Zeit jetzt hier unter der Nase. So, okay. Also, damit ist alles fertig angeschlossen. Erstmal DVD-Laufwerk ist dran. Ja, das hat Pfeifenraucher. Ja, ja. Deswegen gesagt, also echt. Dafür, ihr habt gesehen, der Nikotin hat geklebt an jeder Ecke. Natürlich in Verbindung mit dem Staub. Aber es hat nicht unangenehm gerochen, denn der Staub, der hier mit dem Nikotin sich angesammelt hatte, von daher. Angenehme Überraschung. Ich habe nämlich gedacht, ich muss dann mit dem Orangenzeugs ran, dass der Rechner dann anschließend frischer riecht, aber ist nicht nötig. Und jetzt, wo wir alles wieder sauber abgepinselt haben, ist sowieso nichts mehr da, was riechen kann. Jetzt die Ruhrfernsehen gebe und ich würde euch riechen lassen, wie gesagt, nicht unangenehm. So, dann kommt das nächste Mal, kommt das Netzteil noch ran. Bis nächstes Mal besorge ich noch eine SSD. Ich bestelle mir mal eine, mal gucken, wo man bezahlbare SSDs herkriegt. Ich will eine 500er, will ich mal haben. Oder ich bestelle gleich noch zwei, dass ich für die nächsten Bastelobjekte wieder was übrig habe. Die kosten ja momentan, habe ich gesehen, so Preis um die 50 Euro. Hersteller und Firma ist mir vollkommen Latte. Wir sollten nur halt zuverlässig laufen, das ist für mich wichtig. Es muss also nicht unbedingt Samsung sein. Vielleicht probier's nochmal mit diesen Viricur-Schichten. Ich habe jetzt ja eine Viricur hier im Einsatz in dem Projekt Steinzeit. Vielleicht hole ich nochmal zwei davon, muss ich mal gucken. Oh ja, danke, Udo. Freut mich, dass ich Haushaltstipps mitgeben kann. Wie gesagt, mit dem Orangenöl. Guck mal nach. Das ist auch super fettlösend. Also wenn du in der Küche irgendwas hast, dieses Orangenöl soll da richtig gut funktionieren. Und hat auch den Vorteil, es riecht anschließend schön, weil es ist wirklich diese original ausgepressten Schalen. Das Öl, was die da rausholen, das ist, hat eine Wahnsinnsreinigungskraft offensichtlich. Das ist jetzt Kuriose, ne? Wenn du eine echte Orange haben willst, heutzutage kriegst du keine echte Orange mehr, aber in dem Reinigungsmittel findest du dann wieder. Das sind die Zeichen der Zeit. Okay, also wie gesagt, Strom ran nächstes Mal, Grafikkarte rein. Ich habe ja noch die alten Grafikkarten hier, irgendwas davon wird schon laufen. Ich habe sie ja nicht in den Karton gepackt, als sie nicht funktionierten, sondern als sie funktionierten. Gehe ich davon aus, sie tun es auch weiterhin. Dann können wir eventuell mit so einem Adapter von DVI auf HDMI abgreifen. Adapter sollte griffbereit unter dem Tisch liegen. Chong chong. Da haben wir einen Adapter von DVI auf Analog. Da könnte ich eventuell den zweiten Monitor dann drauf lassen, um selber was zu sehen. Könnte der 19 Zoller wieder ran. Und hier hätten wir dann DVI auf HDMI, dass ich wieder mit meiner Capture Box mein Glück versuchen kann. Ihr wisst, klappt nicht immer mit dieser Capture Box. Obwohl sie da unten einwandfrei die ganze Zeit im Betrieb ist und ihre Arbeit machen sollte. Na, hinter der Spritze da das grüne Lämpchen ist die Capture Box. Und wie gesagt, sollte es irgendwann mal ein Donation Goal geben.
Capture-Karte, die eingebaut hat in den Streaming-Rechner. So, ihr seht also, alles griffbereit, wenn ich die Sachen hier suche. Im Übrigen hier, das ist die Firma, mit der ich gesprochen hatte. Eriko, davon habe ich jetzt auch SSDs, die sind relativ bezahlbar. Muss man mal gucken, ob sie dann dementsprechende Haltbarkeit haben. Hier ist ein 128 GB Stick. Ja, der würde natürlich unter Windows 98 nicht funktionieren. Aber ist auch relativ schnell, das Ding hier. Also, bin angenehm überrascht, ist okay. Für den Preis, den ich bezahlt habe, bin ich bereit, Kompromisse einzugehen. Und dann kommt sowas dann hier rein. Boah, was hat denn der gekostet? Puh, unter 20. Musste ich Rechnung raussuchen. Ich glaube, der war unter 20. Der war so bei 17,90 oder sowas war der. Man hat hier der PC-Laden meines Vertrauens. Ich habe das Werbelogo drin. Kann ich auch physisch erreichen. Da kann ich mich dann mit Hilfe eines Kfz oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch hinbewegen und meine Sachen holen. Und dementsprechend kaufe ich da ganz gerne. Da ist dann noch immer nicht so voll, wenn nicht gerade da umgebaut ist und alle Parkplätze weg sind, weil da Baumaßnahmen vor kurzem waren. Hole ich da mal ganz gerne meine Sachen. Ich glaube, Frage konnte ich damit erfolgreich beantworten. Ja, USB 3.0, der ist blau. Ja, können wir nächstes Mal, erinnert mich dran, beim nächsten Stream. Packen wir den hier an meinen Streaming-Rechner ran und lassen wir mal einen Tempotest laufen. Ich habe Küste Disk Info und Küste Disk Mark. Jagen wir die einmal mal durch Küste Disk Mark und dann gucken wir mal, was er für Tempo am Stück, am Schreiben und am Lesen macht. Kriegen wir raus, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, meine Kamera das Lesen auflösen kann. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, die Kontakte. Rums, sie hat scharf gemacht, sollte funktionieren. Kann man sehen, die Kontakte? Einer der wenigen Momente, wo mich meine Kamera heute nicht im Stich gelassen hat. Wir sind so ja schon über das Ziel hinaus. 4 normal und oben 2. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Also 5 Kontakte konnte ich jetzt gerade durchzählen, was ich hier sehe. 5 Stück, ja. Ja, sind 5 Kontakte drin und die konnte ich zählen. Gut, okay. Sind wir also durch für heute? Sind wir am Ziel?